liebe LASK-Fans, Trauner Gernot ist hier. Ich habe mir nie gedacht, dass ich mal so ein Video drehen werde. Für mich war die letzten Jahre eigentlich fast klar, dass ich meine Karriere da beenden werde beim LASK. Jetzt ist es aber zu einer Thematik gekommen, wo ich nicht mehr groß ausgehen habe. Es war eben das Angebot von Feyenoord Rotterdam da und für mich war es eine ganz schwierige Entscheidung, ob ich das machen soll oder nicht. Ich habe mich extrem wohl gefühlt die letzten Jahre in Linz und habe da viele Freunde kennengelernt, viele Freunde in der Mannschaft gehabt. Wir waren eine unglaubliche Einheit, es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir haben eine unglaubliche Reise bestritten durch nach dem Aufstieg eigentlich die Liga gerockt. Wir sind international auftreten. Wir haben den LASK auf internationaler Bühne top vertreten. Wir haben größere Vereine geschlagen als wir und ich glaube, wir haben da sehr viel Euphorie empfacht und ihr wart da ein großer Teil davon. Es hat überall mitgezogen, quer durchs Land, quer durch Europa und ja, ich möchte jetzt das nochmal nutzen, dass ich ein großes Dankeschön an euch richte. Ihr habt uns immer unterstützt, das war jetzt immer für uns da und ich habe meine Karriere hier in Linz begonnen. Nach einem 5-jährigen Ausflug nach Ried bin ich wieder zurückgekommen und es waren jetzt die letzten 4 Jahre für mich eigentlich einfach unglaublich. Ich habe sportlich waren es meine schönsten 4 Jahre, es waren privat meine schönsten Jahre und ich kann es selber eigentlich noch nicht ganz glauben, dass ich jetzt wirklich den Schritt mache und den Verein verlasse, aber glaubt mir, es war echt keine leichte Entscheidung, ich habe es mir echt schwer gemacht. Oder der Verein hat es mir schwer gemacht und meine Mitspieler. Aber es war jetzt für mich die einmalige Gelegenheit, wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, nochmal was anderes zu sehen, andere Liga zu sehen, andere Fußballwelt auch kennenzulernen. Und darum habe ich mich dafür entschieden, dass ich den LASK verlassen werde. In diesem Sinn möchte ich dann auch noch Danke sagen an unseren Präsidenten Sigi Gruber. Danke, dass du deine Worte gehalten hast. Du hast immer gesagt, wenn eine große Sache daherkommt und der Spieler gehen will, dann legst du dem Spieler keine Steine in den Weg. Und du hast bei mir genauso das Wort gehalten, wie ja schon beim Reinip zum Beispiel zuvor. Und ja, großes Dankeschön, dass das sauber abgewickelt worden ist. Und auch ein riesen Dank an Jürgen Werner, der zur aktuellen Zeit nicht mehr beim Verein ist, aber der Jürgen war immer mein Wegbegleiter und hat mich in allen Dingen unterstützt und war ein großer Bestandteil vom LASK und ist meiner Meinung nach noch immer, weil seine ganze Arbeit in dem Verein noch weiter wirkt und war ein großer Baustein von dieser Reise LASK, die sicherlich nur weitergehen wird. Für mich ist jetzt hier zu Ende und ja, ein großes Dankeschön an die zwei Herren und einfach ein großes Dankeschön an die ganze Mannschaft. Ich habe mich vorher schon verabschiedet von der Mannschaft. Das war dann doch ein bisschen emotional, weil wir so viel miteinander erlebt haben. Es war einfach eine geile Truppe. Es waren coole Leute. Ich habe mich extrem wohl gefühlt. Ich bin gerne hierher gekommen. Wir haben unglaubliche Sachen erlebt und das bleibt für immer in Erinnerung bei mir. Ja, ich wünsche euch alles Gute, liebe LASK-Fans. Ich hoffe, die Reise geht steil nach oben. Ich werde euch weiter verfolgen. Und wie man so schön sagt, man sieht es immer zweimal im Leben. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann zurückkommen werde, ob als Spieler oder in irgendeiner anderen Funktion. Der Verein liegt mir am Herzen. Und großes Dankeschön. Und vielleicht besucht mich mal der ein oder andere. Ciao, danke.